zwar kann man mit Excel recht hübsch gestalten, aber vielleicht brauchst du dieses Diagramm ja innerhalb einer umfangreicheren Arbeit, die du in einem Textverarbeitungsprogramm machst. Auch das ist kein Problem. Wenn du das Diagramm ausgewählt hast, indem du in den Rahmen hineinklickst, kannst du mit einem Rechtsklick die Grafik kopieren. Jetzt öffne ich Word und hier ein neues leeres Dokument. Und über den Befehl Einfügen wird diese Grafik hier eingefügt. Auch in Word hast du diese Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst also nachträglich beispielsweise für diesen Zeichnungsbereich noch die Farbe ändern, indem du einen Doppelklick machst, springt da diese Palette auf und für die Füllung kannst du zum Beispiel eine andere Farbe wählen. Auch die Farben der Linien, den Titel oder was auch immer kannst du problemlos nachträglich noch bearbeiten. Und falls du jetzt hier einen Fehler entdecken solltest, so kannst du mit deinem Rechtsklick in das Diagramm den Befehl Daten bearbeiten wählen. Einerseits kannst du die Daten direkt hier in Word bearbeiten oder auch zurück zu Excel springen und hier an der Tabelle oder im Diagramm noch Änderungen vornehmen.